Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in Capture One Pro. Und heute geht es um die Milchstraße. Gleich geht's los. So, ich hatte schon mal ein Tutorial zu der Milchstraße. Das musste ich leider aus rechtlichen Gründen runternehmen. Anyway, heute gleich mal wieder ein neues Video und diesmal auch mit einem eigenen Bild von mir, nicht von irgendeinem anderen Fotografen. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten da gleich los. Und das erste, was ich in Capture One mache, weil ich dieses Bild eben mit der Sony FE28mm mit dem Objektiv geschossen habe. Und da habe ich eben dementsprechend auch eine Vignettierung drin. Die nehme ich hier gleich einmal raus, so dass ich einmal ein halbwegs homogenes Bild habe, und dann gehe ich erst weiter zur eigentlichen Bearbeitung der Milchstraße. Und das erste Problem, was wir eben bei der Milchstraße eben haben in der Nacht, wir können nicht wirklich mit irgendwelchen Presets den Weißabgleich einstellen. Daher behelfen wir uns hier mit einem kleinen Trick. Wir erhöhen die Sättigung mal auf 100 und haben hier jetzt einmal diverse Farben, und es schaut einmal zunächst wirklich aus wie eine Farbexplosion. Und hier spielen wir uns einfach so lange mit den Regeln, bis wir keinen grünen Teil im Himmel mehr haben. Und ein bisschen zu viel Magenta. So, ich würde mal sagen, das passt. Wir testen das gleich mal. Ja, jetzt haben wir einen halbwegs normalen Weißabgleich, und jetzt können wir dann gleich weiterarbeiten mit den Belichtungen und so, dass die Milchstraße ein bisschen mehr hervorkommt. Ich habe das Bild übrigens mit einer Blende von 2 geschossen, ISO war 6400 und die Belichtungszeit war diesmal 15 Sekunden. Und man sieht hier auch überall, ich habe keine Kommas, die Sterne sind noch immer Punkte, und da, also das sind einmal Grundvoraussetzungen, dass ich mal wirklich eine richtig gute Milchstraße fotografiert habe, dass ich nicht irgendwo Sternenzieher habe. Ich erhöhe einmal den Kontrast, und in der Nacht kann man das ganz gut einmal ein bisschen übertreiben. Ja, ich glaube, ich bleibe einmal auf 20. Die Helligkeit kann ich ein bisschen runterschrauben, wenn ich möchte, sodass ich noch weiterhin genügend Details habe. Das mache ich mit der Helligkeit und nicht mit der Belichtung. Und das nächste, was ich machen werde, ich werde ein bisschen die Tiefen rausholen, dass der Berg gleich auch mal wieder halbwegs sichtbar ist, und bei HDR-Tool auch mit den Lichtern gleich ein bisschen runter. Man sieht hier im Vorher-Nachher-Vergleich, wenn man die Alt-Taste drückt und auf dieses Symbol hier oben klickt, dass sich hier schon dementsprechend was getan hat. Und ja, das nächste, was ich mache, ist ein bisschen die Mittelkontraste erheben. Das heißt, ich mache das mit dem Klarheitsregler. Braucht nicht viel beim eigentlichen Regler, und ich kann hier ein bisschen die Struktur noch erhöhen. Und man sieht halt ein bisschen mehr Rauschen, aber ich finde, bei Milchstraßenfotos ist das ziemlich egal. Vor allem im Druck sieht man es nachher sowieso nicht. Und wenn man es nachher auf Facebook oder so hochlädt, dann erst recht nicht. Weiter geht's im Programm. Ich habe jetzt hier meine Belichtung so eingestellt, wie ich das brauche. Und jetzt geht es an die Feinarbeit. Ich gehe dazu in den Farbeditor, in die Basisdaten, und markiere mir hier gleich dieses Symbol hier für ausgewählte Farbbereiche. Und man sieht hier schon, ich habe einen leichten Magenta-Anteil hier, und den erhöhe ich mit der Sättigung dementsprechend, dass man das auch gleich so sieht. Dann schauen wir uns den Blauanteil an. Da ist noch zu viel im Magenta-Bereich, deswegen verschiebe ich das Ganze wirklich mehr in das Blau hinein, erhöhe auch hier ein bisschen die Sättigung, und dann geht es weiter eben
In den Gelbbereich. Ich habe hier von der Ortschaft in der Nähe noch ein bisschen Orange dabei. Das nehme ich hier jetzt ein bisschen raus. Und dann geht es weiter in den Rotbereich. Und hier sieht man wieder, dass ich hier etwas mehr in der Milchstraße drin habe. Das heißt, ich kann hier auch wieder ein bisschen die Sättigung erhöhen. Und jetzt spielen wir uns ein bisschen mit den Farbtonregler. Ja. So, ich denke, das kann man so ganz gut lassen. Und man sieht schon jetzt ein bisschen mehr Details von der Milchstraße. Und jetzt habe ich weitere Feinarbeiten zu machen. Und das wäre jetzt da dementsprechend die mit den Ebenen zu erledigen. Ich nehme jetzt hier einfach einmal die erste Ebene und benenne sie Himmel links. Das heißt, jeden Bereich, der links von der Milchstraße ist auf meinem Bild, bestätige das. Mit der Taste G habe ich das Verlaufwerkzeug. Das kann man auch hier dementsprechend hier auswählen. Verlaufsmaske. Und ich ziehe das hier von der unteren Kante hier ein bisschen über die Milchstraße drüber. Und habe das eben dementsprechend hier so. Also es kommt in den Bereich der Milchstraße hinein, aber nicht zu viel. Ich möchte natürlich den unteren Bereich vom Berg jetzt nicht dabei haben, den lösche ich mir jetzt da hier schon raus. Weil den Berg mache ich nachher extra. In erster Linie geht es mir mal wirklich nur um die Milchstraße selbst. So, ich lasse das Ganze noch ein bisschen nachberechnen. Es dauert in letzter Zeit ein bisschen. Ich habe zu viele Programme heute mal wieder offen. Gut, die Maske mache ich jetzt wieder unsichtbar. Und ich dunkle mir hier den Bereich noch ein bisschen ab. Und mache dasselbe eben auf der anderen Seite. Ich mache mir noch eine neue Ebene und die benenne ich jetzt da Himmel rechts. Bestätige das wieder und nehme mir mein Gradient Tool, ziehe das wieder hier hinüber, kontrolliere vorher noch, wie das hier dann aussieht. Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen drüber arbeiten. Machen wir es so einmal. Ja, ganz gut. Dann wieder den Berg hier wegmachen. Gut. Und hier mache ich dasselbe wie beim Himmel links bei der Ebene. Ich dunkle mir diesen Bereich jetzt ein bisschen ab. Und jetzt kommt ganz wichtig eben die Milchstraße noch hinzu. Die benenne ich jetzt wieder Milchstraße, diese Ebene. Und hier eben am besten mit Stift arbeiten, dann ist man ein bisschen genauer. Man kann natürlich auch dementsprechend mit der Maus arbeiten. Ich finde aber es mittlerweile sehr viel angenehmer mit Stift zu arbeiten, im Grafiktablet, weil es einfach viel besser von der Hand geht. Gut. Zur Maske jetzt hier. Ich habe hier das Problem, dass ich ziemlich harte Kanten habe, obwohl ich eine Härte von 0 habe. Daher bessere ich ein bisschen nach. Ich hole mir hier in Capture One Pro 11 ist es möglich, dass ich hier die Maske noch ein wenig verfeinern kann oder eine weiche Maskenkante nehme.
Ich verfeinere jetzt die Maske. Dann öffnet sich hier ein Fenster und hier kann man dementsprechend noch die Maske eben verfeinern. Das heißt, die Kante wird ein bisschen schwächer und hat einen smootheren Verlauf, als wenn das mit einer harten Kante ist. Wenn man hier noch ein bisschen härter mit Kontrasten und Lichtern arbeiten würde, dann würde man den Übergang zu sehr sehen und das möchte ich nicht. Das soll halbwegs das gleiche schauen. Gut, ich kann die Maske jetzt hier deaktivieren wieder bzw. unsichtbar machen und hier kann ich jetzt wieder ein bisschen mehr an den Kontrasten arbeiten und ich erhöhe jetzt nochmal die Sättigung, so dass ich hier dementsprechend auch die Milchstraße mit ihren Farbverläufen hier nochmal schön zu sehen bekomme. Gut, dasselbe könnte ich eigentlich auch hier bei meinen Himmelsbereichen machen, dass dieser Übergang nicht zu extrem ist. So. Und hier könnte ich jetzt nochmal mit der Helligkeit runtergehen. So, das wäre mal der Bereich. Und jetzt könnte ich noch ein bisschen mit dem Himmel, mit dem Berg hier arbeiten. Das heißt, ich mache mir hier nochmal eine Ebene. Die nenne ich jetzt einfach Berg. Nehme das mit B, das Pinselwerkzeug. Und hole mir jetzt hier einfach den Berg hinein. Ich vergesse immer irgendwie vorher die Taste M zu drücken, bevor ich irgendwelche Pinselarbeiten mache und wundere mich dann immer, dass ich diese rote Farbe eigentlich nie sehe. Okay, anyway. Und mein MacBook läuft schon wieder unter Volllast, weil ich kann jetzt da gerade hier eher weniger machen. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, Screencast und Capture One verträgt sich nicht so gut. Ich denke mal, ich muss da mal upgraden, was das MacBook betrifft. So, sieht ganz okay aus, würde ich sagen. Ich mache die Maske wieder unsichtbar. Und das Einzige, was ich jetzt hier machen muss, ich muss jetzt hier einfach nur mit dem Tiefen ein bisschen höher gehen. Und die Klarheit würde ich hier noch ein bisschen runtersetzen. Und that's it. Wir machen jetzt nochmal den Vorher-Nachher-Vergleich. Alt-Taste gedrückt und zurücksetzen. Hier ist unser Ausgangsbild und hier ist unser fertiges Bild. Ich könnte jetzt hier das Haus hier oder dieser Sendemast hier könnte ich noch entfernen. Das lasse ich jetzt aber aus, weil es geht hier eigentlich nur um die Milchstraße. Und ja, so habe ich die Milchstraße in Capture One. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und ja, gebt mir Feedback in den Kommentaren, was wollt ihr als nächstes sehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Also dann Leute, ciao!